You need to know that I'm a Und nach dieser kleinen Einleitung hier am Anfang, ja, erstmal fettes Danke an die Jungs und Mädels von Zack Engineering, die mir ja, diesen wunderschönen Bügel verbaut haben. Und da es am Ende dann des Videos doch ein bisschen dunkel geworden ist, dachte ich mir, jetzt zeige ich das Ganze nochmal im Hellen. Ich bin jetzt hier gerade mal wieder im wunderschönen Olsberg. Ne? Wir sind gerade Osterwochenende, da fährt man natürlich mal zur Family runter, nachdem man Karfreitag ein bisschen ausgerastet ist. Und ja, dahinter steht der schöne S3 und da wollte ich jetzt gleich mal, wie gesagt, zeigen, wie der Bügel jetzt so im finalen eingebauten Zustand aussieht. Aber wie gesagt, ich habe am Ende des Videos gesehen, es war sehr dunkel. Da hat man jetzt die ganzen Details nicht mehr gesehen und so wirkt das Blau auch nochmal ganz anders, wenn da ein bisschen Licht und Sonne drauf fällt und dementsprechend werden wir uns das gleich mal hier wunderschön anschauen. Deswegen mache ich jetzt mal den Kofferraum hier auf, weil ja, da müssen wir natürlich hintergucken und dann drehe ich die Kamera immer und dann sieht man schon ja, das ganze Gebilde ein wenig schöner natürlich jetzt hier auch von Zack Engineering, der Sticker drauf, wie das gehört, ne? Support your locals und so was, man kennt das. Ja, hier sieht man vor allem jetzt besonders geil, wie gut dieser Blauton einfach passt. Natürlich jetzt nicht im Verhältnis zu den, sagen wir mal, Gurten, aber im Verhältnis eben zum restlichen Innenraum. Wenn ihr nämlich seht, hier das blaue Alcantara an den Seiten oder auch die Sticker und allem drum und dran. Das harmoniert wirklich ultra gut. Das sieht wirklich wunderschön aus. Und ich bin auch sehr froh, diese Variante zu nehmen. Wir haben hier einen Wichersbügel drin mit Kreuzstrebe, wie ihr oben seht, ohne Knotenbleche. Knotenbleche werden hier noch so Zwischenbleche, die hier zwischen die jeweiligen Streben eingeschweißt werden. Und unten eine Haarstrebe. Ja, was noch eine Auswahlmöglichkeit gewesen wäre, wäre eine Gurtstrebe. Ja, die war ich, hatte ich auch am Anfang erst vorzunehmen, weil es sieht natürlich cool aus, wenn man den Gurt vom Sitz direkt an die Strebe im Bügel zieht. Aber das ist leider in Deutschland nicht egal. In Deutschland darfst du leider im Straßenverkehr eben die Gurte eben nicht an einer Gurtstrebe befestigen. Und dementsprechend, ja, habe ich die dann weggelassen, weil die wäre einfach nur doof da gewesen und ich hätte sie nicht nutzen dürfen. Und dementsprechend ist es dann eben dieses Setup geworden. Ich wollte euch jetzt gleich mal zeigen, ja, wie schön clean das Ganze verbaut ist. Nebenbei jetzt nicht auf den Teppich achten, den muss ich hier nochmal neu beziehen. Normal ist ja hier diese blanke Sitzfläche. Ich habe hier ein bisschen mit so Konrad Selbstklebeteppich gearbeitet, der vom Farbton auch ganz gut ist. Ich hätte gerne noch ein bisschen was Helleres, weil ihr seht, der Farbton hier vom Teppich selber ist ein bisschen heller als eben der von Konrad. Der Audi hat einen relativ grauen Teppich, das ist jetzt kein schwarzen, sondern sitzt da vorne auch. Dementsprechend muss ich da mal gucken, dass ich da was Schönes finde.
Aber ja, kommen wir erstmal drauf. Die Dinger müssen noch raus. Bügel ist nebenbei auch schon eingetragen. Ich könnte dir mal schon die Plakette zeigen, die angebracht werden muss. Da gab es keine Probleme, weil alles ordnungsgemäß verbaut worden ist. Ja, die Gürtel müssen noch raus. Da könnte es ein bisschen Zickenkrieg geben. Und was ich noch machen muss, ist hier das Plastik richtig befestigen. Ja, ihr seht nämlich, wir haben hier natürlich ausgeschnitten die Verkleidung, weil muss natürlich, irgendwo muss das Ding natürlich durch. Und das muss ich hier noch ein bisschen festkleben. Ihr seht, es ein bisschen lose. Da werde ich aber mit Doppelseiten Klebeband oder so arbeiten, um, wenn ich die Verkleidung abhaben will, das auch wieder loszukriegen, weil so klebe ich das sonst an die Karosse und das Ding geht nie wieder weg, ohne wegzureißen. Dementsprechend da schön ausgeschnitten, schön verarbeitet, muss ich wie gesagt nochmal alles richtig befestigen. Das wollten sie jetzt nicht machen, weil sie mir eben die Wahl geben wollten, ob ich das jetzt komplett fest haben wollte oder nicht. Und es auch ein bisschen spät wurde, aber wie gesagt, das ist sehr schön geworden, man sieht es kaum, echt sehr sexy. So, dann gehen wir mal nach vorne, wir gehen auf die Beifahrerseite, das sitzt weiter vorne, dann sieht man mehr. So, machen wir einmal kurz die Tür hier auf. So. Dann gehen wir nämlich hier rüber, hier, hoppala, dann seht ihr nämlich hier auch unten eine Bügel befestigt, hier auch den Teppich einmal ausgeschnitten, um das eben drumherum zu legen, und dann wurde es eben auf dem Unterboden mit Schrauben befestigt, nicht mit Konterplatten, normalerweise müssen Konterplatten rein, ja, aber beim Vichas kann das gerne mal der Fall sein, dass diese Platten nicht passen. Kumpel von mir fährt einen Corsa DOPC, da haben die auch nicht gepasst, hat auch angefragt, hier, Vichas, wie sieht es aus, ich kriege eure Platten nicht montiert, und dann meinen sie, nur montieren, wenn die auch wirklich passen, die passen nicht bei jedem Unterboden. Ja, bei dem Kollegen auch nicht, sind wir ohnehin. Ich habe das im TÜV auch erklärt hier, bla bla, hat nicht gepasst. Hatte mal dran gerüttelt und allem drum dran und ja. War dann egal, er meint so, wenn das Ding passt und hält, dann ist das schon soweit in Ordnung. Hat mir das Ganze eingetragen. Ich zeige euch jetzt auch mal, wie dann das Ganze am Bügel selber aussieht. Weil ihr müsst eben so eine Plakette aufbringen, ankleben. Zeige ich euch gerade mal. Die ist nämlich bei mir jetzt hier, seht ihr? Da habt ihr eben den Schriftzug, mit welchem Modell ihr fahrt, allem drum und dran. Und da steht dann auch alles in eurem Fahrzeugschein. Und dann kann der Polizist bei einer Kontrolle das Ganze wunderschön abklären. Wo ihr das Ding hinklebt, ist euch, ob ich mal auch drauf filmen, ist euch überlassen. Da gibt es jetzt keine feste Position, aber der TÜV hat mir auch geraten, es möglichst in eine Sichtposition zu bringen. Jetzt nicht so, dass es jedem ins Auge springt, weil das Ding soll ja auch schön clean und schön aussehen. Aber so, dass der Polizist eben bei der Kontrolle das Ding sofort ablesen kann. Ich denke mal, das sollte kein Problem sein. Da hat es direkt im Sichtfeld und sollte auch keine Probleme geben. Hoffe ich zumindest mal. Ja, aber wie gesagt, ich bin mit dem Ding super zufrieden. Weil wenn ich weiß, ich bin jetzt schon seit über einem Jahr ohne Rückbank rumgefahren. Weil die ganze Zeit war es Plan, diesen Innenraumausbau zu haben. Also so diesen Ausbau zu haben, war der ganze Zeit der Plan des Fahrzeugs. Ich wollte die ganze Zeit die Schalensitze haben, ich wollte die ganze Zeit einen Bügel haben, ein geschütztes Lenkrad, allem drum und dran. Und ich bin jetzt halt mega happy, dass die Karre nach einem Jahr jetzt so geworden ist. Natürlich, wenn man mal reinguckt, die Sitze müssen noch gesattelt werden. Ihr seht, die haben unterschiedliche Farben. Deswegen habe ich sie auch günstiger bekommen. Die sollen aber eben auch noch im blauen Alcantara werden, in der Innenfläche, wie eben ja, die originalen Sitze vom S3. Und das ist noch der nächste Schritt und irgendwann Shortshifter. Da muss ich aber gucken, wann, weil die sind relativ teuer und die werden bei mir auch hauptsächlich nur für Optikzwecke. Dementsprechend, ja, muss man da mal schauen. Aber wie gesagt, das Gesamtkonzept finde ich jetzt halt ultra stimmig. Es reicht mit den ganzen Blautönen, der Kontrast Blau zu Schwarz, schön überall durchgezogen und ich finde es einfach ultra sexy. Wie gesagt, der Einbau ging auch super von der Hand. Ich bin mega zufrieden. Wie gesagt, bei Zack Engineering unbedingt mal vorbeischauen. Die machen einen Top-Job, auch wenn es Leistung, Auspuff und allem angeht. Da habt ihr genug, sagen wir mal, Möglichkeiten, was die Jungs so können. Da ist nämlich echt alles geboten eigentlich. Und wie gesagt, so vom Gesamtbild bin ich doch jetzt sehr zufrieden, weil es sieht auch von den Scheiben, nicht die Scheibe ignorieren, die ist jetzt dreckig, ich kam aus dem, bin aus Koblenz hergefahren, aber mit den Sitzen drin und dann sieht man hin diese Bügelstreben, egal wo die Karre steht, Alter, kein Scheiß, ich krieg da jedes Mal einen Orgasmus, wenn ich davor stehe. Also das ist so ein Traumbild jetzt, ich bin so happy damit. Deswegen, Innenraum ist so gut wie bald fertig und eigentlich bin ich mit der Karre optisch soweit echt zufrieden, was so draus geworden ist. So im Gesamtbild finde ich ihn jetzt mittlerweile sehr, sehr sexy. Da ist das Einzige, was noch gemacht werden muss, das ist für nächsten Winter voraussichtlich geplant, einmal die ganze Karre wunderschön neu lackieren. Ob es derselbe Farbton wird, mal gucken. Ich tendiere zu einem sehr dunklen Grau sogar. Dass wir vom Farbschema immer noch im selben bleiben, dass es immer noch passt zu allem, weil ich kann jetzt nicht plötzlich gelb machen und innen ist alles blau. Das wäre ein bisschen heavy. Es ist immerhin kein schwedisches Auto. Aber das ist der nächste Step noch, weil sonst, wie gesagt, bin ich soweit erstmal wunschlos zufrieden und kann mich eigentlich nicht beschweren. Wie gesagt, zum ganzen Setup, zu allen Umbauten, werde ich jetzt die Tage, dreh mal Kamera rum, werde ich jetzt die Tage oder bald, Tage bin ich leider unterwegs, aber wird bald nochmal ein Video kommen, wo ich euch nochmal alles aufliste, was haben wir verändert. Da kommt gerade ein Zug, guten Tag. Ist aber schön leise für den Zug. Sehr leiser Zug, okay, so leiser ist es doch nicht. Wird nochmal ein Video kommen, wo ich alle Umbauten zum Wagen aufzähle, alles erzähle, was haben wir gemacht. Und pipapo, dass wir da einfach mal so einen Überblick haben, dass ihr seht, ja, was hat sich jetzt in den bald 2 Jahren getan. Ich habe den Wagen jetzt bald 2 Jahre und ja, der war vor 2 Jahren bis auf Facelift, Front und Software
Serie. Naja, bin vielleicht ein bisschen eskaliert. Könnte passiert sein. Aber wie gesagt, dazu kommt dann nochmal ein Video, wo ich euch das nochmal alles aufsehe, weil ich will euch das alles nochmal auflisten. Vor allem, ich will das auch nochmal für mich selbst nochmal ein bisschen zusammenfassen. Was haben wir jetzt alles gemacht? Weil es wurde gefühlt alles irgendwo, also jedes Teil am Fahrzeug hat irgendwie eine Veränderung bekommen, glaube ich. Das ist fast nichts Serie geblieben. Und ich bin jetzt, wie gesagt, mit dem Finale stand ich mal mit Türen zu hier. Mega, mega happy, weil ich zeige euch jetzt gleich mal kurz ein Außenbild, deswegen mache ich gerade meine Türen zu, damit es ein bisschen schicker und cleaner aussieht. Wo ist die Kofferraumklappe? Da gehen nochmal Grüße raus an meinen Vorbesitzer. Hier sind einfach Mercedes C-Klasse Kombidämpfer drin. Das Ding könnt ihr euch denken, weil ich ziehe mal dran. Das Ding hat da ist so viel Gegendruck gegen. Selbst wenn die kaputt sind, werden die auf dem Level sein von einem originalen S3-Dämpfer. Das ist immer ein Träumchen, weil du kriegst die scheiß Klappe eigentlich nicht mehr in der Hand zu, ohne die eigentlich wie gefühlt so zuzuwerfen. Ja, wie gesagt, ich bin mega happy damit. Und ja, da kann man. Ich kann nicht meckern. Wie gesagt, vorne hätte ich gerne noch ein bisschen tiefer. Da muss ich aber höchstens ein anderes Dämpfer-Setup gehen, andere Mal. Wie gesagt, was wir alles geändert haben und wer alles beteiligt worden ist, wir werden auch allen Leuten, die mir da geholfen haben, auf jeden Fall einen Shoutout geben. Das wird nochmal ein extra Video kommen, weil dann kann ich das nochmal alles wunderschön erzählen, euch erklären und pipapo. Und ich denke mal, da habt ihr ein bisschen mehr von. Vielleicht nehme ich das jetzt auch gleich im Anschluss direkt hier nach auf. Ich gucke mal. Das könnte gut sein, weil die Location ist gerade ganz geil. Das Wetter ist halt auch, wie ihr seht, dezent sexy. Dementsprechend, ja, vielleicht machen wir das noch, ne? Was gibt es als extra Video? Dementsprechend, wie gesagt, wäre ich raus für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, wie immer gerne einen Daumen nach oben da lassen, würde ich mich sehr darüber freuen. Und ja, da bin ich raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video zum S3 oder auch zum GTI wieder, weil da gibt es auch noch ein bisschen was. Aber dazu dann weiteres. Bis dann. Tschüss.